In meinem heutigen Video zeige ich euch einen kleinen Einblick in die Ancestry-Ahnenforschung. Nachdem mein Neffe sich hat auseinandersetzen müssen mit dem Stammbaum, habe ich mich dazu entschlossen, mal zu schauen, wo wir eigentlich wirklich herkommen. Und habe jetzt in Zusammenarbeit mit Ancestry ein DNA-Kit bekommen. Da nimmt man einfach eine Speichelprobe. Ich packe das jetzt mal auf. Ich habe es vorher nicht aufgehabt. Ihr habt ja da so eine Anleitung drin. Und auf der Webseite ist dieser Aktivierungscode. Das heißt, ihr müsst euch erst registrieren im Internet. Das heißt, ihr wegen Datenschutz, dass die eure ganzen Daten verarbeiten können. Und das ist das Kit hier. Das mache ich jetzt mal auf. Also hier muss man reinspucken, sage ich mal, bis zu der schwarzen Linie. Man sollte aber vorher weder gegessen, geraucht, noch Kaugummi oder was getrunken haben, also 30 Minuten vorher. Ich werde es jetzt mal machen, aber möchte das euch eigentlich nicht antun. Also ich schalte mal kurz ab. Das Ganze ist nun erledigt und befüllt, also bis zu dem Strich hier. Und dann wird der Trichter abgespuckt, wenn man reingespuckt hat. Und die Lösung wird ganz fest draufgeschraubt. Und dann 5 Sekunden schütteln und dann kommt das Ganze einfach in die Tüte hier rein, dann in diese Box. Heute zeige ich euch meine DNA-Ergebnisse von Ancestry. Ich habe ein paar Sachen weiß gemacht, welche ich nicht öffentlich darstellen möchte. Nachdem die Ergebnisse gekommen sind, bin ich auf die Startseite auf Abstimmungsmix. Da kommen dann so nach und nach Kurzinfos rein, wie zum Beispiel die Übersicht vom Abstimmungsmix, dann gefolgt von der DNA-Geschichte. Bei mir ist es zum Beispiel, dass die Vorfahren früher in die USA ausgewandert sind. Dann kommt eine kleine Übersicht der DNA-Matches. Hier seht ihr dann kurz die Weltkarte mit der Verteilung meiner Vorfahren, genau hier. Und jetzt bin ich auf DNA-Matches gegangen. Hier ist diese Übersicht, wie viele mit mir verwandt sind. Da sieht man auch den Grad der Verwandtschaft. Und da kann man auch super filtern, ob es mit dem Stammbaum Übereinstimmungen gibt. Also es ist echt super interessant, vor allem auch die Geschichte. Es ist sehr, sehr viel zu lesen, es sind sehr viele wundervolle Infos. Hier seht ihr jetzt die Verteilung in den USA, wo meine Vorfahren sind. Und die True Lines sind, ob es Stammbäume gibt, Geburtsregister, Eintragungen und so weiter und so fort. Also man wird auch immer wieder benachrichtigt, wenn irgendwelche neue Infos vorliegen. Also es ist echt super genial. Hier ist mein Stammbaum. Mein Mann hat jetzt auch die DNA-Ergebnisse eingeschickt. Bei ihm wird es mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.